Herzlich willkommen bei Franchise Direkt. Mein Name ist Patrick Marschner und mein heutiger Gesprächspartner Mario Schneider ist Franchise-Nehmer von Büttner Massivhaus. Schönen guten Tag, Herr Schneider. Hallo, Herr Marschner, grüße Sie. Herr Schneider, wie lange sind Sie jetzt schon Franchise-Partner von Büttner Massivhaus? Ich bin jetzt etwas über 4 Monate Partner von Büttner Massivhaus. Und worin bestehen Ihre täglichen Aufgaben? Meine täglichen Aufgaben sind sehr vielfältig. Die gehen von Interessentenkontakte knüpfen und pflegen, Termine vereinbaren, Beratungsgespräche durchführen, Pläne anzugucken, zu kalkulieren, Angebote zu unterbreiten, um eben ein Büttner Massivhaus in der Region Ingolstadt zu errichten. Standen Sie schon mal vor Problemen, bei deren Lösung Ihnen die Franchise-Zentrale geholfen hat? Ja, ich stand schon vor einigen Problemen, ist vielleicht nicht Herausforderungen, bei denen mir die Franchise-Zentrale nicht nur geholfen, sondern auch sofort eigentlich geholfen hat. Ich habe dort angerufen oder kann auch immer noch dort anrufen und kriege sofort Tipps, Tricks, Informationen, was ich gerade brauche. Gott sei Dank auch mit dem neuen Medium Internet, E-Mail, geht alles viel, viel schneller. Und was hat Sie im Vorfeld Ihrer Unternehmensgründung davon überzeugt, dass Büttner Massivhaus genau der richtige Partner für Sie ist? Ich habe mich ziemlich lang und sehr intensiv mit der Firma Büttner Massivhaus auseinandergesetzt und tatsächlich gemerkt, dass so Werte wie offen, Transparenz, Ehrlichkeit da tatsächlich im Vordergrund stehen und auch niemand die Scheu hat, unbequeme Fragen zu beantworten, egal in welche Richtung die abziehen. Und mich hat auch überzeugt, dass im Rahmen dessen, dass Büttner Massivhaus schon sehr lange selbst baut, so viele Kunden gibt, die unglaublich begeistert sind, dass auch unwahrscheinlich häufig weiterempfehlen. Und wie gestaltet sich der Kontakt zur Franchise-Zentrale? Fühlen Sie sich dort als Franchise-Nehmer gut betreut? Also der Kontakt und die Betreuung ist aus meiner Sicht wirklich sehr gut. Ich komme mir gar nicht richtig vor wie ein Franchise-Nehmer. Es hat schon teilweise wie so ein Team-Gedanke. Ja, also man ist natürlich Franchise-Nehmer und es gibt da schon Unterschiede, aber es ist alles ein großes Team, das einem enorm zuarbeitet, solange man es auch zulässt. Wirkt sich die Wirtschaftskrise auf Ihr Geschäft aus und wenn ja, in welcher Form? Also die wirkt sich aus. Es ist so, dass die Interessenten, Kunden, die ich jetzt hier habe, tatsächlich sagen, aufgrund dessen, sie möchten gern was Wertstabiles haben, sie möchten was Eigenes haben und nicht in virtuelle Devisen oder Ähnliches investieren, sondern sagen, sie möchten was haben, was Hand und Fuß hat. Etwas, das ihnen auch keiner so schnell wegtragen kann. Und das merke ich schon. Natürlich ist auch der ganzen Rahmenbedingungen tragen enorm dazu bei, dass die Leute sich enorm mit dem Thema Massivaufbau auseinandersetzen. Und wie lässt sich Ihre Selbstständigkeit mit Ihrem Familien- und Privatleben vereinbaren? Im Prinzip besser als die Zeit, als ich als Angestellter war. Ich kann mein Privatleben, mein Berufsleben unheimlich gut miteinander verbinden. Klar gibt es immer Ausnahmen, dass man mal doch mal abends zum Kundenbesuch unterwegs ist. Aber grundsätzlich bin ich genauso für meine Familie da wie vorher auch. Es gibt keinen Unterschied, nur eben, ich kann es viel ruhiger und gelassener angehen, weil ich eben auch weiß, dass es für mich und für meine Familie eigentlich für die Zukunft dient. Würden Sie den Franchise-Geber Büttner Massivhaus weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Diese Offenheit, diese Ehrlichkeit, die kann man nur weiterempfehlen. Und da spielt das wirklich rein, dass man das sagen kann, jeder, der sich das zutraut, gewisse Grundkenntnisse mitbringt, der ist aus meiner Sicht richtig, um ihn ans Büttner Massivhaus weiterzuempfehlen. Herr Schneider, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, schönen Tag. Für weitere Informationen besuchen Sie einfach unsere Webseite www.franchisedirekt.com.